Simmering schreibt Geschichte. Nach vielen Jahren als Kriminalbeamtin in Favoriten wechselte Andrea Milak 2008 nach Simmering. Nun ist sie die erste Kommandantin der Polizeiinspektion Kaiser-Ebersdorf in Simmering. Von den 30 Beamten auf der Inspektion machen etwa ein Drittel Frauen aus. Die Hernalserin Andrea Kottesowek hat es sich zur Aufgabe gemacht, sozial benachteiligten Menschen zu helfen. Bereits seit 5 Jahren betreibt sie mit dem Verein Allesverwerter einen Sozialmarkt in Favoriten. Nun soll auch am 8. März in der Possinger Gasse 26 ein neuer Sozialmarkt eröffnen. Seit rund 100 Jahren ist die Glocke in der St. Josefskirche kaputt. Jetzt wurde sie abmontiert und wird repariert. Nach rund einem halben Jahr wird sie auf den Kahlenberg zurückkehren und dann erstmals in diesem Jahrtausend erklingen. Spenden zur Sanierung der Glocke in der St. Josefskirche sind gerne willkommen. In Kooperation mit dem Bildungsverlag Jung Österreich bietet die BZ wöchentlich spannende Leserätsel, auch digital. Für 4 unterschiedliche Altersgruppen rotieren die Rätsel jede Woche in der BZ. Diese Woche gehört diese Seite den Vorschulkindern. Alle Rätsel stehen auch zum Download unter meinbezirk.at/lesespaß zur Verfügung. Weitere Neuigkeiten über Wiens Grätzl findest du in der aktuellen Ausgabe in deinem Briefkasten oder auf meinbezirk.at.